Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir euch die drei besten Top-Lader-Waschmaschinen vorstellen. Damit ihr das richtige Modell für eure Ansprüche finden könnt, werden wir euch drei verschiedene Modelle aus drei verschiedenen Preisklassen vorstellen. Die wichtigsten Eigenschaften und Funktionen aller drei Maschinen werdet ihr hier kennenlernen. Wenn ihr noch weitere Informationen zu den Geräten erfahren oder diese auch gleich bestellen wollt, schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort haben wir alle drei Waschmaschinen auch verlinkt. Starten wir den Vergleich nun mit dem günstigsten Modell und hier haben wir für euch die Midea TW362 rausgesucht. Diese Toplader-Waschmaschine besitzt ein Volumen von 6,5 Kilogramm und ist für aktuell noch knapp unter 300 Euro erhältlich. Das Modell besitzt eine Umdrehungszahl von 1200 pro Minute. Damit bietet sie eine ausreichende Leistung, um Wäsche schnell und gründlich sauber zu bekommen. Die Schontrommel des Modells kommt mit einem neuartigen Wabendesign, welches besonders schonend für Kleidung ist. Auch trägt dieses Design dazu bei, dass selbst stärkere Flecken aus der Kleidung herauskommen. Auch das Waschen und die Pflege von Wollkleidung ist mit dieser Trommel kein Problem. In Kombination mit dem inkludierten Wollprogramm läuft das Modell mit einer niedrigen Geschwindigkeit und auch Temperatur, was die Abnutzung und auch das Einlaufen der Textilien reduziert. Zudem kommt das Modell mit einer Soft-Open-Trommelöffnung, einer Trommel-Selbstreinigungsfunktion sowie einem insgesamt sehr kompakten Design. Sie besitzt Abmessungen von 40 x 61 cm in der Grundfläche und ist 87 cm hoch. Damit verbraucht sie ca. 25% weniger Platz als herkömmliche Frontladerwaschmaschinen und ist durch die obere Öffnung auch super einfach zu erreichen. Durch die 1200 Umdrehungen, die dieses Modell maximal erreichen kann, sowie auch durch die unzähligen Programme, durch die das Modell überzeugt, ist sie in Kombination mit dem sehr günstigen Preis unser persönlicher Preis-Leistungssieger. Mehr Infos zum Modell über den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr die Midea TW362 auch gleich mit kostenlosem Versand bestellen. Zudem könnt ihr hier auch eine Altgeräteentsorgung dazu bestellen. Für 0 Euro nehmen die Lieferer dann eure alte Waschmaschine auch gleich mit. Als nächstes möchten wir euch das Modell aus der nächsthöheren Preisklasse vorstellen und hier handelt es sich um die Privileg PWT L60-300. Dieses Modell ist für ein Fassungsvolumen von 6 Kilogramm ausgerichtet und besitzt 1000 Umdrehungen pro Minute Schleuderleistung. Damit hat sie zwar etwas weniger Kapazität und auch etwas weniger Leistung als die Midea Topladermaschine, kann aber vor allem durch ihre unzähligen Programme überzeugen. Unter anderem dabei haben wir viele energieoptimierte Grundprogramme, wie beispielsweise das 20 Grad Eco-Waschen, das Eco 40 bis 60 Programm, ein Synthetik-, Baumwolle- oder Spülen- und Schleuderprogramm. Auch zusätzliche zeitoptimierte Programme wie das 30 Minuten Synthetik, 30 Minuten Baumwoll oder das 45 Minuten rundum Schnellwaschprogramm sind hier dabei. Auch eine Startzeitvorwahl kann hier getroffen werden, zwischen 1, 3, 6, 9 oder 12 Stunden kann man diese auswählen. Natürlich kann man aber auch die Schleuderzahl und die Waschzeit für sich individuell einstellen. Insgesamt 5 Kurzprogramme unter einer Stunde kann diese Maschine bieten. Unter anderem dabei ist auch ein Kurzmixprogramm zum Waschen von leicht bis normal verschmutzten Kleidungsstücken aus unterschiedlichen Textilienarten. Auswählen kann man all diese Einstellungen ganz einfach über den gut erreichbaren Drehknopf an der Oberseite. Über diesen wählt man einfach das gewünschte Programm aus, drückt auf den Startknopf und schon kann es losgehen. Für besonders hartnäckige Flecken besitzt das Modell auch noch ein extra Fleckenprogramm, womit man beispielsweise Kaffee, Schokolade oder Blutflecken herausbekommen kann. Und zu guter Letzt besitzt das Modell auch einen Mehrfach-Wasserschutz, mit dem Wasserschäden bei der Waschmaschine gar nicht erst entstehen können. Wenn diese Toplader-Waschmaschine von Privileg sehr interessant für euch klingt, könnt ihr euch nun noch über den zweiten Link in der Videobeschreibung weiter zum Modell informieren. Über diesen könnt ihr das Gerät wie gesagt auch bestellen und auch hier wieder eine kostenlose Altgeräteentsorgung dazu buchen. Als drittes und letztes möchten wir euch nun das Premium-Modell im Vergleich vorstellen. Es handelt sich hier um die Toplader-Waschmaschine Miele WW690. Diese besitzt ein Volumen von ebenfalls bis zu 6 Kilogramm, hat aber im Vergleich mit Abstand die stärkste Leistung. 1350 Umdrehungen pro Minute kann diese Topladermaschine erzeugen. Zudem handelt es sich um das Modell mit der besten Energieeffizienz. Sie ist mit ca. 150 Kilowatt Verbrauch pro Jahr in der Energieeffizienzklasse C eingeordnet, wobei die zuerst vorgestellten Maschinen oder generell auch die meisten Topladergeräte in der Energieeffizienzklasse D zu Hause sind.
Die stärkste Leistung also beim insgesamt geringsten Verbrauch. Überzeugen kann das Modell aber auch noch durch viele weitere Funktionen und Eigenschaften. Beispielsweise durch die hochwertige Schontrommel mit wabenförmiger Oberflächenstruktur, welche Kleidung noch schonender und effizienter reinigen kann. Durch die automatische Trommelpositionierung und Arretierung, durch die die Trommel bei Programmende automatisch so positioniert wird, dass man sie von oben erreichen kann. Oder auch durch die Komfortlift-Technologie, durch die sich der Toplader mit nur einem Handgriff ganz einfach öffnen lässt. Vor allem überzeugt das Modell aber noch durch seine vielen Programme, die man über das Bedienfeld an der Vorderseite auswählen kann. Welches Programm man ausgewählt hat und wie lange dieses noch geht, wird einem hier jederzeit über das LCD-Display an der Vorderseite angezeigt. Die Auswahl hat man hier zwischen Standardprogrammen wie Baumwolle, Pflegeleicht oder auch einem Automatikprogramm. Man hat aber auch viele starke Sonderfunktionen wie beispielsweise für Jeans, Feinwäsche, Wolle, Seide oder Outdoor-Kleidung dabei. Auch besondere Umweltprogramme wie das Echo 4060-Programm sind hier dabei. Zu guter Letzt überzeugt das Modell noch durch sein Express 20-Programm. In nur 20 Minuten kann man hier schon geringe Mengen von Wäsche sauber bekommen, was einfach durch die hohe Schleuderzahl der Maschine gewährleistet wird. Gewährleistet wird hier auch eine super leise Arbeitsweise durch die Super Silence Technologie und die Möglichkeit, die Maschine durch die integrierten Rollen auch ganz einfach von einem zum anderen Ort zu transportieren. Die Miele WW690 hat viele Funktionen, die die meisten Top-Lader-Maschinen nicht haben. Zudem hat sie, wie gesagt, eine sehr starke Leistung und dabei noch eine gute Energieeffizienz. Weit über 1000 Euro kostet die Miele WW690 aktuell. Wer sich trotzdem noch weiter zu diesem Modell interessiert, kann gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. An dritter Stelle haben wir das Gerät verlinkt. An vierter Stelle könnt ihr aber auch nochmal weitere Toplader-Maschinen kennenlernen, wenn keines dieser drei Modelle hier euch überzeugen konnte.